Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitale Tools. In dieser Folge geht es um den Router, genauer gesagt um den Multifunktionsrouter. Wir kennen wahrscheinlich alle die Fritzbox, diesen Router, den haben viele daheim und das ist ein klassisches Beispiel für einen Multifunktionsrouter. Aber was macht jetzt so ein WLAN-Router erstmal? Also ein WLAN-Router stellt erstmal in erster Linie die Verbindung zwischen dem lokalen Netzwerk und dem Internet her. Was hat jetzt noch so ein Multifunktionsrouter zu bieten? Dann gibt es nämlich noch das DSL-Modem. Ein DSL-Modem ist ein Kommunikationsgerät, das digitale Signale empfangen und weiterleiten kann. Ein DSL-Modem kann nicht mit allen Anschlüssen verbinden, kombiniert werden. Ein DSL-Modem ist auch nicht dasselbe wie ein Router, aber ein DSL-Router hat ein Modem integriert. Also der Router bildet Netzwerke und verwaltet den Datenfluss innerhalb dieser Netzwerke und ein Modem verbindet die Netzwerke mit dem Internet. So, was gibt es noch in so einem Multifunktionsrouter? Eine Firewall. Eine Firewall ist einfach ein Sicherungssystem. Das kann ein Rechnernetz oder einzelne Computer vor unerwünschten Netzwerkzugriffen schützen. Dann gibt es noch eine Telefonverbindung, das fällt dann unter Delta, ISDN oder IP-Telefonie, je nachdem welche Art. Dann gibt es den NAS-Dienst, also NAS-Dienst für per Port angeschlossene Medien. Das kann über USB-Stick oder über eine Festplatte sein. NAS steht für netzgebundener Speicher und bezeichnet einfach zu verwaltende Dateiserver. Dann gibt es NAT, das ist die Network Address Translation und dient der Kommunikation aller internen privaten IP-Adressen über eine öffentliche IP-Adresse. Dann gibt es noch den DHCP und den DNS-Server. Der DNS-Server macht aus so einer Internetadresse so eine Internetadresse. Zum Thema DHCP und DNS-Server kann ich auch die Seite von community.fs.com empfehlen. Da ist das ganz gut erklärt, was so der Unterschied ist. Also DHCP ist ein Protokoll für die statische oder dynamische Zuweisung von IP-Adressen an den Host und DNS ist ein Mechanismus zur Bestimmung der Adresse. Also das eine ist ein Protokoll und das andere ist ein System, beides mit dem Ziel, uns die Nutzung von Netzwerken zu erleichtern.